wollen damit auch ein Stück Danke sagen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gerade immer zum Ende des Jahres, immer in Adventszeit hinein, besonders belastet sind durch Förderverfahren, Haushaltsabrechnungen und so weiter. Und wir so ein Stück weiter an Schuld sind, dass ein Stück Besinnlichkeit in Advent bei denen nicht so richtig einkehren kann. Also auch ein Dankeschön an die Mitarbeiter und Mitarbeiter für das ganze Jahr, aber auch speziell für die Zeit, die sie jetzt hier in der Behörde verbringen. Aber dieses Konzert ist eine Kooperation. Wir machen das zusammen mit den Domfreunden und insoweit schlüpfe ich jetzt mal in meine andere Rolle rüber, in die Vorsitzende der Domfreunde. Das ist natürlich auch ein Dank an die Freunde der Domfreunde für die vielfältige und immer sehr engagierte Unterstützung, die Domfreunde erfahren dürfen. Ganz selbstlos immer und auch recht unkompliziert und dafür auch unser Dankeschön und dafür auch dieses Konzert. Ein besonderer Dank gilt aber unseren beiden Musikern, die heute das Konzert gestalten werden. Das ist Herr Baumeister und Herr Engel. Herr Baumeister und Herr Engel machen das nicht nur, weil sie gerne Musik machen, sondern sie machen das auch, weil sie damit auch einen guten Zweck erfüllen wollen. Nämlich Herr Engel und Herr Baumeister gehören dem Verein an, was abgeben e.V. Ein Verein, der Entwicklungshilfeprojekte in Ecuador und auf den Philippinen vorwiegend unterstützt.
zu überreichen, und zwar einen kleinen Weihnachtsstern mit dem Dom da drin. Ich weiß ihn noch. Dankeschön. Die Leser wurden belohnt mit Domsteinen. Wenn Sie die nicht kennen, das sind diese kleinen viereckigen Quadrate, die Herr Glahn sehr gerne verkauft. Teil des Konzeptes ist, dass ein guter Zweck unterstützt wird, und das möchten wir auch machen. Wir haben 600 Euro gesammelt und gespendet, und die möchte ich Ihnen jetzt übergeben, damit Sie Ihre Vereinsziele weiterhin so tatkräftig verfolgen können, wie Sie das bisher getan haben.